wäre das natürlich suboptimal. Ja, gut, nochmal. Das ist suboptimal. Ist ja mega schwer. Ja, klar. Fahr durch den Baum durch. Super. Ist mir echt eine große Hilfe, Geist. Ja, super. Absolut mega geil, weil man halt auch so super sieht. Alles. Oh Mann. Super geil. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Oh Mann, ist das richtig behindert. Das ist so richtig behindert hier. Moment, lass mich überlegen. Da hinten ist der Wald zu Ende, oder? Geht auf jeden Fall einfacher in diese Richtung schon mal, so die ersten Meter zumindest. Ich sehe halt auch nicht, wo ich hinfahre, weil da dieses Overlay ist. Wer denkt sich das denn aus? So. Bam. So wie es sich gehört. War gar nicht mal so einfach, dieser Test. Jo. Tempotest 30. Und Slalomtest 15. Oh, warum nicht? Komm, machen wir. Machen wir erst einen Slalomtest. Setzen uns mal einen Wegpunkt dahin. Ich freue mich ja echt schon, wenn wir dann Performance-Wagen haben. Das wird richtig cool. Das geht dann richtig ab. So, gucken wir mal. War schon mal ein super Anfang. Ja, Bronze ist schon mal easy drin. Ganz easy. Silber rein theoretisch eigentlich auch. Gold nicht, aber... Nee, hätte ich das noch geschafft, dann hätte ich... Oh nee, schade. Na egal, alles macht alles besser bei dem Wagen. So, jetzt nehmen wir mal einen anderen. Wir wollen ja schließlich unsere anderen auch noch ein bisschen aufpimpen. So. Dann gucken wir mal. Joa.
Präzisionstest 28. Das klingt doch vielversprechend. Ah, sehr schön. Ich bin ja Präzisionsmeister, wie ihr wisst. Kann ich total gut und so. Nicht. Aber ganz easy. Schade, naja, Silber. So, wir gucken uns das an und merken, boah, das ist geil. Das rüsten wir direkt aus. So. Und hier hinten war auch noch ein. Ach, da war ein Test. Upsi. Wo ist denn der Test? Ist der. Da auf der Straße ist der, okay. Ja, da würde ich sagen, was sieht besser aus? Wir fallen in diese Richtung. Da hinten, da ist ein Geschlingel und so ein Zeugs. Deswegen fahren wir von hier aus auf den Test drauf. Quasi. So, dann gucken wir mal, wie wir machen können. So, Silber. Gucken wir uns das aber auch noch mal vorher an. Ja. Super. So wie sich das gehört. So, da unten Präzisionstest 29. Den wollen wir auch noch mit diesem Fahrzeug machen. Und ja, dann wechseln wir mal. Gucken wir mal, ob ich wieder so geil bin wie beim letzten Test. Ob ich überhaupt von geil reden kann. Das kostet natürlich Zeit, aber lieber treffen und den Multiplikator beibehalten als schneller sein und dafür den Multiplikator nicht mitnehmen. Oh fuck. Das hat mir jetzt. Ist wahrscheinlich hier den Sieg gekostet. Ah, ne, doch nicht. Boah. Super. Teil ins HQ schicken. So. Was gibt es hier noch für wunderschöne Sachen? Joa. Da gibt es Beutetest, Tempotest. Ja, den Tempotest machen wir noch mit dem. Oder? Ne, den Tempotest, den mache ich mit dem anderen, mit dem Chevrolet. Der muss nämlich auch mal wieder ein bisschen aufgepimpt werden. Das war ein bisschen kacke von mir, dass ich daneben rausgegangen bin. Ja, aber trotzdem noch ganz locker easy. Ja, das Teil haben wir sogar bereits, deswegen. Egal. Dann looken wir nochmal nach anderen Tests. Oh Gott, ein Beutetest. Nee, bitte nicht.
Na gut, das ist jetzt auch nicht so geil, dieses Teil, was wir da kriegen. Naja. Wir schauen einfach mal, ob wir das machen können. Mit einem super geilen Auto, das genau da im Weg steht. Oh, da kann man ja gar nicht durchfahren. Oh, hups, hoppala. Ich glaube, ich muss das noch einmal machen. So. Scheiß drauf. Den müssen wir mitnehmen. Den müssen wir mitnehmen. Den müssen wir mitnehmen. Den nehmen wir mit. Den verkacken wir. Oh, dann verkacken wir den halt auch. Mir egal. Nehmen wir den mit. Nehmen wir den noch mit. Den noch mit. Den noch mit. Und den noch mit. Den noch mit. Den und so. Ist mir eigentlich egal, weil Teil eh scheiße ist. So. Da oben. Präzisionstest 31. Da gibt es ein richtig gutes Teil sogar. Das machen wir mal. Oh, das sieht sogar relativ einfach aus. Ja, und so ist es auch. Richtig cool, hätte ich das noch gemacht. Das wäre richtig, richtig cool gewesen. Naja. Aber immerhin Bronze. Oh, das Teil habe ich auch bereits verdient. Super. Na dann GG. So. Gibt es ja auch nochmal irgendein Teil, was gut ist. Vom Tempotest 29, machen wir auch. Weil die ganzen Teile haben wir ja schon. Oder zumindest bessere. Ja, wie fährt der denn hier rum? Ein bescheuerter. Ach komm, du Autoficker, ey. Wieso hat das jetzt eigentlich nicht ge... Okay. Autoficker. Oh Mann, das war wieder Wort vom Feinsten hier. Alter. Alter, wieder abgeht. Voll nicht geil und so. Yay, hooray. Hooray. Au. Sind hier nur noch Schrottteile? Ist das? Sonst ist 34. Wow. 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 Okay, da gibt es ein gutes Teil. Das machen wir jetzt mal. Wir machen jetzt mal einen Slalom-Test. Da gibt es dann sogar ein gutes Teil. Und nebenbei können wir die Map noch aufdecken. Das ist doch super.
Also Bronze ist auf jeden Fall schon mal drin. Du Huren-Omi. Ach ja, Teil bereits verdient, weißt du was? Ich geb's auf, mit dem Auto irgendwie aufzuleveln heute. Da war noch ein Klettertour-Test, den würde ich ganz gerne mal machen. Boah, da gibt's ja auch wieder richtig geiles Teil. Naja, wir machen's aber trotzdem. Just for fun. And for the 100% Zeugskacke, hässlich. Ah. Scheiße, habe ich die Punkte nicht gekriegt. Was ist das, ey? Das gehört sich nett. Oh, da ist ja ein Stein. Super, nochmal. Kann mir ja mal jemand sagen, dass da ein Stein ist. Meine Fresse. So, da hoch. Komm, weißt du was, ganz ehrlich. Scheiß da drauf. Reifen gewonnen. Minus 10. Yay. Cool. Da freue ich mich doch immer. So, sind wir da hinten. Slalom-Test 17. Sprungtest 22. Tempo-Test 33, Klettertour-Test 11. Na komm, dann machen wir den auch nochmal direkt. Weil wir so viel Spaß an der Sache hatten. Ich finde Klettertour-Tests eigentlich echt cool. Hier hatten wir noch nicht so viel. Das heißt, es ist für mich eigentlich immer wieder ja ein bisschen was Neues. Das andere ist ja schon echt irgendwie, naja, in gewisser Weise alles schon bekannt. So. Präzisionstest 37, Fluchttest 15. Boah, Alter, wie viele Tests es hier noch gibt. Ich bin nicht am überlegen, ob ich vielleicht die Tests offline mache. Das könnt ihr ja mal... Obwohl, das ist so blöd, weil ich so weit im Voraus aufnehme. Ja. Ich werde das selbst entscheiden, glaube ich. Ob ich das irgendwann offscreen einfach mache. Dankeschön. Wieder ein total schlechtes Teil. Dieser Bekannte von mir will sein Zeug schnell loswerden. Sieh dir die Ware mal an. Ach, ist direkt da, oder was? Was ist denn das? Ist das Gelände? Ja. Ja, dann lass das nochmal machen. Jetzt, wo wir hier gerade eh in der Nähe sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit dem letzten Patch ist das Spiel fast bugfrei. Also die Zoe, die labert nicht mehr und sagt irgendwas von wegen, jojo, ich sammle mehr Erfahrung. Die Tabelle, also von den Sehenswürdigkeiten, wurde angepasst. Dass man auch schön erkennen kann, wie viel man wirklich hat. So.
Einzel. Eine Falle! Scheiße! Ich hab den Kerl schon immer für einen Spitzel gehalten. Danke für die Warnung. Na komm, amüsier dich! Ja, dann amüsieren wir uns mal einen Ticken. Nehmen dich auseinander, wenn sie dich schnappen. Oh, danke für die Erleuchtung. Das ging daneben. Oh ja. Und daneben ist auch, dass da ein Fluss ist. Muss ich hier meinen ganzen Skill rausholen. Dann viel Spaß dabei. Wir haben ihn verpasst. Können wir mehr Einheiten bekommen? Helle Sicht auf das Ziel, Zentrale. Verstanden. Augen auf und auf Instruktionen warten. Er hängt uns ab. Juhu. Er ist weg, Zentrale. Wow, das war eine richtig schwere Mission. Leck mich am Arsch. So. Siehst du, war doch gar nicht so schwer. Mit dem Verkauf haben wir die halbe Miete. Du bist unglaublich. Viva. Das sagen meine Freundinnen auch. Okay, ich hau ab. Bis dann. So. Dann nehmen wir aber heute nochmal den hier. Den hatten wir noch gar nicht heute. Ey. Was ist da los? Kollege. Was ist das? Das Harry-Problem. Okay. Das spielen wir mal. Das Harry-Problem. Hey, die Mission Alex, beginnt gleich. Irgendwas stimmt da nicht mit Harry. Sag nicht, er gräbt dich schon wieder an. Nein. Er sagte, er müsse ein paar Teile aus der Werkstatt holen, aber sein Wagen ist nicht da. Warte mal, du hast ihn verwanzt? Die Operation ist zu wichtig, um es dem Zufall zu überlassen. Außerdem schuldet er irgendwem Geld. Wer weiß, was er sich eingehandelt hat. Du tickst ja nicht richtig. Wahrscheinlich musste er nur ein, zwei Besorgungen machen. Vielleicht. Vielleicht nicht. Nur so weiß ich es sicher. Gesagt, er ist nicht in der Werkstatt. Und ich sage, ich kenne Harry schon mein ganzes Leben. Er war wie ein Vater. Er ist auf unserer Seite. Dann braucht er auch nicht zu lügen. Die Verbindung ist instabil. Vermeide starke Erschütterungen, sonst verlierst du die GPS-Daten von mir. Fahr zu Harry, bevor er weg ist. Wer ist denn Harry nochmal? Es wäre aber nicht so geil, wenn der uns verraten würde. Okay, okay. Wer ist nochmal Harry? Ich hab's gerade total vergessen. Naja, wie die Story richtig kacke erzählt wird in dem Spiel, aber naja. Rennspiele hatten, glaube ich, noch nie gute Stories. Aber immerhin hat das Spiel echt einen interessanten Multiplayer. Ich meine, es geht ja nur Multiplayer. Ich finde, Ubisoft haut in letzter Zeit echt ziemlich interessante Multiplayer raus. Und dass deren Spiele dann immer so schlechte Bewertungen haben, trotz dieser coolen Multiplayer-Ideen,
Finde ich einfach nicht fair. Watch Dogs zum Beispiel hatte ja, glaube ich, einen sehr coolen Multiplayer. Trotzdem hat das Spiel von der Community nicht so gute Bewertungen bekommen. Erstmal nee, über den Haufen gefahren, so wie sich das gehört. Harry ist vor dir. Alles klar, gucken wir mal, was Harry macht. Ja, sehr schön. Wir stehen jetzt hier rum und Harry interessiert uns nicht mehr, oder was? Ist das bescheuert. Ja, und was ist jetzt? Was ist los? Wie ich sagte, nichts. Er hat eine Freundin. Was passiert? Weißt du was? Ich hau ab. Also doch, quasi eigentlich nichts. Hat eine nur eine Freundin besuchen gegangen. Also alles super. Alles easy. So. So, ich würde sagen, das war's aber auch erstmal für diese Aufnahme, oder? Na komm, die machen wir noch. Aber dann mache ich mal eine Aufnahmepause. So. Die V6 lassen nicht locker. Wo ist meine Kohle? Zahl schon. Wir legen deine ganze Crew um. Sehr beruhigend. Wir müssen das beschleunigen. Fahr lieber ein, zwei Rennen und bring ein paar Dollar rein. Wenn du Motivation brauchst, stell dir vor, was die 5-10-Bosse machen, wenn wir nicht zahlen. Weißt du, unsere Köpfe, ein Topf, Formaldehyd, volles Programm. Oh, hört sich nett an. Die Kerle sind Adrenalin-Junkies. Ein Haufen Idioten mit mehr Geld als können. Es sollte dir nicht schwerfallen, sie komplett auszunehmen. Okay. Gewinn das, wenn du atmen willst. Alles klar. An dich hätte ich damals bei meinen Bankdingern gebrauchen können. Aha, bei Bankdingern, okay. Interessant. Haben gar keine Schnitte, die sind jetzt 200 Stufen unter mir. Nur die Gummiband-KI kann sie noch retten. Ja, sehr schön. Natürlich jetzt richtig gut gelaufen. Ja, ist mir egal. Tschüss. Sind die Scheiße? Ja, du sagst du was. Komm, verpiss dich doch nur mit deinem hässlichen Mini, ey. Ich weiß, dass du noch schneller kannst. Ja, ja, ist ja gut. Hab nur einen Sprung verkackt, Erik. Alles super. Mal gucken mal hier. Ah, da haben wir noch schon. Du hast es drauf. Ja, sieh. Natürlich habe ich drauf. Wieder ein Heli, super. Notarzt-Heli, wie es aussah. Und zwar so rot-weiß.
erstmal abkürzen, sagst du? So. Dort sieht es auch sehr gut aus. Was ist denn da los? Ich glaube, da ist etwas nicht so, wie es sein sollte. Ah, sieht ganz so aus. So. Jetzt sind wir wieder richtig. Ein paar Leute von mir versuchen, den Dieb zu finden, der das Geld gestohlen hat. Also, sag Bescheid, wenn du irgendwas hörst. Sicher werde ich. Alex? So heiße ich. Alex, Harry schleicht sich weiterhin aus dem HQ. Er weiß, dass du ihn sprechen möchtest, aber er weicht dir aus. Harry ist ehrlich, das weiß ich. Vielleicht, aber ich will nichts riskieren. Okay, ich schnapp ihn. Alles klar, wir haben 24 Stunden jetzt in-game. Also ich zumindest, dann ist das Spiel so ungefähr 25, 23... 22, 23 Stunden lang jetzt. Nicht verkehrt. Auf jeden Fall. Boah, und deswegen, wo sind wir denn hier? Ah, da. Cool. Gar nicht schlecht. Na komm, machen wir. Machen wir diesen kleinen Test noch. Es geht immer so weiter. Ja, ich möchte nur noch das machen. Ja. Irgendwann guckt man auf die Uhr und denkt sich... Oh. Na hoppala. Ah, oh oh. Das ist nicht so gut. So, da. Jawohl. Ja, das, sehr gut. Scheiße. So. Naja. Wie dem auch sei. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Let's Play The Crew. Also 24 Stunden habe ich jetzt sogar schon in dem Spiel. Ist krass. Ist echt krass. Also, wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.